Der Wald verdurstet. Mit diesen deutlichen Worten hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfgen den heute vorgestellten Waldzustandsbericht beschrieben. Und demnach seien 82% der Buchen, Eichen, Fichten und Kiefern geschädigt. Die Bäume können laut Höfgen Käfer- und Pilzbefall nicht mehr abwehren, weil sie geschwächt sind. Und Ursachen für diesen unveränderten Rekordwert seien die langanhaltende Hitze und Trockenheit, die das Land nun das zweite Jahr in Folge trafen. Neben der Bedeutung für den Klimaschutz wie Höfgen außerdem auf die holzbasierte Wirtschaft in Rheinland-Pfalz hin. 50.000 Beschäftigte circa erwirtschaften jährlich einen Umsatz von etwa 9 Milliarden Euro. Friedrich Engels ist bei uns, Leiter des, der Waldzustandserhebung. Also Sie haben diese Zahlen entsprechend ja auch mit recherchiert. Wie ist es um unsere Wälder bestellt? Ja, da muss man jetzt differenzieren. Einerseits haben wir natürlich die Bäume, denen es noch gut geht, die noch leben, sage ich mal. Denen geht es gar nicht mal so viel schlechter wie im Vorjahr. Da gibt es Unterschiede. Bei der Buche hat sich nicht viel verändert, bei der Fichte auch nicht. Kiefer und Eiche ist dagegen schlechter geworden, Eiche leider deutlich schlechter geworden. Was aber eben dramatisch ist, und das ist das, was uns große Sorgen bereitet, ist die hohe Anzahl an abgestorbenen Bäumen. Bei uns in Rheinland-Pfalz noch gar nicht mal so schlimm. Gibt es noch Gegenden, wo es relativ moderat ist. In anderen Gegenden, Sie haben ja die Bilder gezeigt vorhin, wo also hektarweise Waldbestände verschwunden sind. Und zum Teil auch so viel Bäume geschädigt sind, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, da hinterher aufzuräumen. Sie haben den Bericht ja auch bewusst im Sommer also recherchiert, beziehungsweise die Zahlen dazu erhoben, die Proben genommen. Welche Erkenntnisse ziehen Sie auch daraus? Ja gut, wir gehen immer zum Höhepunkt der Vegetationsentwicklung, weil wir halt sehen wollen, wie die Bäume eben auf Stress reagieren, wie eben dann die Krone auch verlichtet ist. Das ist eigentlich die typische Stressreaktion der Bäume. Aber es ist letztendlich auch immer auch eine Anpassung dann auch an die Witterungsbedingungen, aber auch eine Anpassung an veränderte Möglichkeiten zu Wurzeln. Also wenn jetzt der Boden versauert ist oder Wurzeln abgestorben sind, das sind alles letztendlich alle Symptome äußern sich dann wie Trockenheit. Mhm. Ja, der Baum ist gezwungen, seine Laubmasse, seine Nadelmasse zu reduzieren, um überleben zu können. Ja. Und das geht halt nur bis zu einem bestimmten Maße. Und irgendwann ist der Baum dann so weit geschwächt, dass er dann eben irgendwelchen Insekten, die an ihm nagen wollen, oder irgendwelche Pilze, die seine Rinde oder die Blätter oder die Nadeln besiedeln wollen, keine Widerstandskraft mehr entgegensetzen kann. Und dann besteht halt die Gefahr, dass er davon dann auch umgebracht wird. Das ist natürlich das ist halt passiert dieses Jahr. Und das ist ein sehr komplexes System, in das wir auch nur schwer eingreifen können, wenn wir alle zumindest irgendetwas tun können. Was ist das? Ja, wie können wir dem Wald am besten helfen? Also es ist, es sind mehrere Dinge. Wir haben einmal natürlich nach wie vor die Luftschadstoffbelastung, geht es um Stickstoffeinträge, es geht um Ozon. Wir haben jetzt den Klimawandel, sehr bedeutsam, das sind natürlich die klimawirksamen Gase in aller Munde, CO2 allen voran, aber eben auch Lachgas, was wiederum aus dem Stickstoffeintrag kommt, Methan, was eine Rolle spielt. Was können wir tun? Wir können letztendlich schonend mit unseren Ressourcen, mit unseren Rohstoffen, mit unserer Lebensgrundlage umgehen. Das ist das Entscheidende. Also das fängt im Grunde genommen wahrscheinlich, so kann man es dann unterm Strich packen, beim Taschentuch an und hört am Ende möglicherweise auch bei den Möbeln, die aus Holz sind. Es hört auch sogar mit dem Haus auf, was außenrum noch gebaut ist. Also ich meine, wir bringen ja auch sehr viel Energie in unser Bauwesen hinein. Woraus ist Beton, woraus ist Stahl gemacht? Wie viel Energie muss ich aufwenden, um diese Rohstoffe zu gewinnen? Und wie viel Energie muss ich aufwenden, um einen Holzbalken zu bauen? Also jeder muss irgendwo natürlich auch auf seine Nachhaltigkeit schauen. Das zeigt entsprechend auch der Zustand unseres Waldes. Herr Engels, so ist es. Danke.